Am Sonnabend, den 5. Dezember, lud der Kunstliebhaber und Besitzer der Galerie Schönhof, Jochen Heumann, zu einer Vernissage ein. In dem 1872 erbauten Gulfhaus unweit von Diekmannshausen finden schon seit Jahren Künstler die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. Wir möchten Ihnen heute eine Ausstellung. An diesem Wochenende stellte nun der Braker Künstler Eckhard Berger seine Werke vor. Berger, Jahrgang 1951, ist Lehrer, Künstler und Autor. Seine künstlerischen Tätigkeitsfelder reichen von moderner Grafik über Skulpturen bis hin zu Designs. Auf dieser Ausstellung zeigt Eckhard Berger 42 Bilder aus dem Gebiet der Landschaftsmalerei unter dem Thema die Synthese aus äußeren und inneren Landschaften. Besonders hervorzuheben ist, dass in Eckhard Bergers Bildern immer wieder die Farbe Gold zu finden ist. So ließ es sich der renommierte Kunstkritiker Jürgen Weichert auch nicht nehmen, die Werke Eckhard Bergers vorzustellen. Als besonderes Ereignis präsentierte Herr Berger einen Sonderdruck im Lithografieverfahren eines seiner Werke, welches Frau Frauke Heumann in einer limitierten Auflage erstellte. Am Rande der Eröffnungsausstellung fand ich die Gelegenheit, dem Künstler ein paar Fragen zu stellen. Jade TV zu Gast in der Galerie Schönhof. Wir haben hier den Künstler Eckhard Berger. Herr Berger, was für Bilder stellen Sie hier aus? Ja, es sind also grundsätzlich Landschaftsfragmente, und zwar reale Landschaftsfragmente als auch irreale Landschaftsfragmente. Der Zuschauer soll sich an diesen Bildern begeistern. Es ist im internationalen Vergleich meine Richtung, meine einzigartige Richtung. Und ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer sich in diese Bilder hineinsehen und sie selber für sich deuten. Wie meine Frau so schön sagt, einfach anfangen zu träumen. Die Bilder erschließen sich dann. Und da wünsche ich dem Zuschauer wirklich viel Spaß und viel Vergnügen dabei. Sie veröffentlichen auch Bücher. Sie sind Pädagoge. Um was für Bücher handelt es sich? Was wollen Sie ja für Bücher zeigen? Ja, es sind in den letzten 4 Jahren etwa 35 Buchmanuskripte entstanden. Ein Großteil steht also den Schulen in Deutschland, Österreich, Schweiz zur Verfügung. Meine Idee ist einfach, frischen Wind, neue Ideen in den Kunstunterricht zu bringen, mit dem Ziel, dass Lehrer und Schüler noch mehr Spaß am Kunstunterricht haben sollen. Und ein weiteres Ziel ist, dass Kinder, Schüler, Jugendliche in kürzerer Zeit halt noch mehr, wie ich eben sagte, bei viel Spaß und Vergnügen erfahren, erlernen, erleben sollen. Das ist das Ziel dieser Buchwerke. Die Ausstellung dauert noch bis zum 17. Januar 2010. Der limitierte Sonderdruck kann in der Galerie zu einem günstigen Preis erworben werden.